Mannschaft entgegenstellen können. Also da würde ich mir wünschen, wir hätten Volksentscheide in Deutschland. Ja, die haben die würde ich mir wünschen. Wenn jetzt also die Abgeordneten, die direkt gewählt sind, irgendwie in einem Bereich einfach nicht zu Mehrheiten kommen, kann man gerne auch eine Frage mit einem Volksentscheid entscheiden. Ich glaube, dass das helfen würde. Jetzt kann immer jede Partei, die gerade dran gekommen ist neu, sagen, die Vorgängerpartei waren alles Idioten, deswegen klappt das nicht und wir müssen jetzt aufräumen. Dann kommen die selber nicht zu voll und dann sagen die anderen Mieten, dass das die Idioten sind. Das geht in den Kreislauf. Aber funktioniert das denn gut in der Schweiz? Ja, ich glaube schon. Weil da ja auch am Ende sind es ja auch wieder, das ist ja auch wieder die Voraussetzung des Einzelnen, sich rundum zu informieren, weil die Medien dann ja auch wieder eine zentrale Rolle spielen würden. Auf jeden Fall nimmt man den Bürger für voll. Also das, so empfinde ich das. Ich habe viele Abstimmungen verloren, aber auch Abstimmungen gewonnen. Als einzelner Bürger, weißt du, du sagst, okay, ich bin gegen dies oder gegen das. Und ich kann meine Stimme guck mal. Und dann, Amy. Werde ich das Land auch ein Stück